sind back in Race Clicker, Leute. Ist schon ein bisschen längere Zeit her und ich habe mir über die letzten zwei Tage dauerhaft AFK 320 Millionen Wins erfahren. Und mit diesen Wins, die ich jetzt hier habe, kann ich mir einige neue Sachen kaufen. Es ist einiges Neues dazugekommen, aber als erstes müssen wir direkt mal das Glücksrad spinnen. Komm, gib mir das Secret Pad. Okay, was ist das? 25.000 Wins. Ja, die kann ich wirklich noch gebrauchen. Wir haben den Thanksgiving Shop, Leute. Schaut euch das an. Und wir haben den Rebirth Coin Shop. Ich glaube, ich habe hier sogar noch eine Rebirth Coin. Genau, die packe ich jetzt mal in Wins rein. Ich habe schon ein paar in Acceleration. Ey, was soll das? Und ja, let's go. Purchase. Jetzt haben wir wieder alle unsere Rebirth Coins verbraucht. Und jetzt schauen wir mal in den Thanksgiving Shop, was es da gibt. Und es gibt auch noch eine neue Welt, die Hellwelt. Und naja, viele andere Sachen wie diese Autos. Die schauen wir uns auch gleich noch an. So, Thanksgiving Shop. Wie viele Points habe ich? 140.000 habe ich mir schon erfarmt. Das ist gar nicht schlecht. Was gibt es denn hier? Wins, ja, habe ich mir schon alles gekauft. Acceleration Boosts kann ich mir noch ein paar kaufen. Double Luck ist auch ganz cool. Premium Autoclicker brauche ich nicht. Triple Luck kann ich ein paar gebrauchen. Nehme ich mit. Ich glaube, es ist sowieso das Beste, wenn ich einfach jeden einzelnen Boost mitnehme. Ich habe jetzt schon fast 70.000 dieser Thanksgiving Points verbraucht. Aber ja, es gibt hier noch einen Turkey Rider. Der ist ganz cool. Aber 350.000 ist gefühlt unmöglich. Es gibt einen Thanksgiving Girl. Ja, lass mich davon eins kaufen. Und Floral Turkey für 550.000. 86.000er Pet ist, ja, stabil. Wäre tatsächlich mein viertbestes Pet. Okay, ich würde sagen, wir sind ja gerade noch in der Candy-Welt. Wir können eigentlich direkt schon in die Hellwelt gehen. Hier gibt es auch mittlerweile diesen Obby-Mode. Er ist aber komplett dumm. Ich verstehe den nicht mal. Ich kann ihn mal hier ganz kurz anmachen. Hier sind wir übrigens in der Hellwelt. Hier hat sich nicht viel geändert. Bis auf dieses 10-Millioner Wins-Egg. Das holen wir uns heute auch. Und versuchen, dieses 1 zu 140.000er-Pet zu bekommen. Okay, ich wäre auch mit einem 2,8%igen zufrieden. Wir können an sich 20, 30 Eier vielleicht öffnen. Aber wir müssen unsere Wins auch noch für was anderes ausgeben. So, Obby-Mode. Ich will den jetzt mal nochmal ausprobieren. Ich fand den so dumm. Okay, lass uns mal laufen. Let's go. Und hier unten sehen wir diese Ausrufezeichenschilder. Das heißt, wir müssen dort immer springen dann. So, wir müssen jetzt hier einfach mal hinlaufen. Okay, wir haben schon mal das erste Hindernis geschafft. Ich weiß noch nicht ganz, was uns das bringen soll. Bringt uns das mehr Cash oder so? Ich glaube halt nicht immer, deswegen keine Ahnung. Wir bekommen wieder mehr Wins. Okay, es sind schon 11.000 Wins. Das ist schon mal echt nicht schlecht. Schaffen wir es bis ans Ende, ist die Frage. Wir sind noch nicht mal mit der ersten Region ganz fertig. Oh Gott. Wenn wir das einmal nicht schaffen, auf dieses Jump Pad zu springen, dann sterben wir und müssen wieder von dieser Reihe, in der wir gerade sind, wieder ganz von vorne anfangen. Let's go. Aber das Rennen ist jetzt sowieso vorbei. Ich habe, naja, ein paar Wins bekommen. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir schauen uns jetzt diese Cars an, Leute. Wir haben hier rechts unten, ihr seht schon, Autos. Und da gibt es verschiedene Sachen, wie zum Beispiel ein Moped für 50.000. Das gibt uns 25% mehr Wins. Ich hole mir das direkt mal. 50.000 Wins ist halt gar nichts. Dann haben wir ein Hyperbike für 200.000 Wins. Holen wir uns auch, keine Ahnung. Dann haben wir ein Race Kart. Das sieht von hier aus irgendwie so wie ein Mario Kart Auto. Das gibt uns 45% mehr Wins. Ja, kaufen wir uns auch. 1 Million ist doch nichts. Smooth Rider, 5 Millionen, 55% mehr Wins. Und hier steht auch noch, wie viele Leute hier mitfahren können. Und das ist hier eine Person. Und dann haben wir hier noch ein Auto für 100 Millionen Wins. Das ist nicht wenig. Alleine, wenn wir mal aufs Leaderboard schauen. Okay, wir haben 2 Milliarden. Vielleicht ist es doch, es ist nicht so viel. Aber es ist auch nicht wenig. Ich musste für 100 Millionen Wins, denke, 8 Stunden AFK farmen. Und ich bin nicht schlecht in dem Spiel. Aber das gibt uns 65% mehr Wins. Das sind zwar nur 10% mehr Wins als bei dem Ding für 5 Millionen. Aber es können halt 2 Leute gleichzeitig mitfahren. Und das ist der Riesenvorteil. Dann haben wir noch dieses Turkey Rider. Das gibt uns 70%. Ist ein kleines bisschen besser. Lava Bike haben wir noch. Kostet Robux. Und Lightning Speed für 700 Robux. Aber gibt uns auch 100% mehr Wins. Und es können 2 Leute mitfahren. Ich würde aber sagen, ich hole mir einfach den Smooth Rider. Ich denke, das ist eigentlich der coolste so an sich. Und dann würde ich sagen, driven wir den mal. Let's go. Schau euch das an. Oh mein Gott, sind wir cool. Und hier steht schon direkt jemand. OMG. Willst du mitfahren, Bruder? Wie kann ich da Leute mitfahren lassen? Aber okay, ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal mit unserem Auto los. Wir sind ein bisschen langsam. Okay, jetzt geht's schneller. Sehr gut. Und, okay, bekommen wir mehr Wins? Ich glaube, nein, ich bin immer noch im Obby-Mode. Oh Gott, ich hasse es. Ich will nicht im Obby-Mode sein. Und jetzt habe ich instant gefailed. So sieht das aus, wenn man es nicht schafft. Ich will wieder raus aus dem Obby-Mode. Ich hasse den. Ah! Mit dem Auto lenkt man viel schlechter als zu Fuß. Das ist ja komplett dumm. Aber wir bekommen halt auch mehr Wins. 65% mehr. Das ist halt schon nicht schlecht. Oh, wir haben das erste Hindernis geschafft. Endlich. Jetzt sind wir übrigens nur noch bei 213 Millionen Wins. Das ist gar nicht so gut. Ich würde sagen, wir haben zurzeit nur Candy Pets. Das heißt, wir werden uns jetzt die Hell Pets holen, Leute. So, jetzt sind wir wieder im normalen Mode. So gefällt mir das schon besser.
Und dann schauen wir jetzt mal hier. Wir haben hier aus den Candy Egg, glaube ich, ein paar Pets hier. Oder Octis? Sind die sogar noch aus der Ocean-Welt? Ja, wir sind aus der Ocean-Welt. Oh Gott. Okay, dann müssen wir jetzt uns hier die Fire-Pets holen. Die Hell-Pets. Aber dafür müssen wir natürlich erstmal... Wie sieht es eigentlich mit dem Seasons-Pass aus? Season 1 geht nur noch einen Tag. Okay. Und ich habe noch nicht viel davon gemacht. Aber das sind auch nur Müllpads, die brauche ich nicht mal. So, ich würde sagen, ich packe jetzt hier erstmal Triple Luck einmal rein und Double Luck einmal rein. Genau die Sachen brauche ich hier. Und dann seht ihr das, hier gibt es noch Packs. Das ist mir auch gerade aufgefallen. Hier gibt es ein Starter-Pack mit 242% Value. Man bekommt das Meme-Pad, Double Win Boost und 100 Wins für 99 Robux. Das ist sogar okay. Dann das Robux-Pet-Pack für 2000 Robux. Da bekommt man das Pet und das Robux-Pet. Oh mein Gott. Ich habe gerade ganz schlimme Erinnerungen von diesem Pet. Wir sind noch damals, wie ich 1500 Robux oder was das war für dieses Pet ausgegeben habe. Und es einfach bis heute noch nicht habe. Es ist einfach immer noch nicht in meinem Inventar. 66.000 Sets oder so sollte es haben. Es ist nicht hier. Ich hab's nicht. Aber ist okay. Trading Pad. Ein Rebirth. Trade Unlock VIP Game Pass. Und Meme Pad. 1250. Dann das Pro Pack. 5000 Wins. Dominos Pad und Triple Win Boost. Das ist eher so für Anfänger, diese Packs. Und dann noch Unlocks All Game Passes. 2500 Robux. Okay, ich hab's halt schon alle wichtigen. Bis auf Shiny Hedge und Naruto Run und irgendwas anderes. Und dann gibt's noch das Racing Pack für 600 Robux. Aber das ist auch nicht so wichtig. Die Packs, keine Ahnung. Wenn ihr ganz neu seid und zu viele Robux in eurem Leben habt, dann könnt ihr euch zum Beispiel das Starter-Pack kaufen. Ich glaube, das ist das Beste einfach. Wird auch mit dem besten Value angepriesen. Also falls ihr unbedingt Robux ausgeben wollt, kauft euch das Starter-Pack. Aber sonst kauft euch einfach gar nichts. Aber ich würde sagen, wir öffnen jetzt Eggs, Leute. Und wir fangen an mit Triple Edge ganz normal. Unsere Lucky Boosts dürfen natürlich nicht auslaufen. Kommen, kommen, Rare. The Devil. 83.000? Gar nicht schlecht unterwegs. Als ein Rare-Pet? 83.000? Das andere 80.000? Kommen. Wenn wir das Shiny machen, hat das über 100.000. Komm, öffne das nächste. Direkt und ankommen, kommen, kommen. Das heißt, wir können Horned Devil jetzt schon mal craften. Let's go. Und der hat 100.000. Und wir können den ja zweimal craften. Wir haben den jetzt erstmal Shiny gecraftet. Und dann können wir den noch Godlike machen. Kommen, kommen, ankommen. Wir haben hier Boosts. Wir haben alle Gamepässe. Ich will ein 7% Pet haben. Komm, 7% sollte man eigentlich mir gönnen können. Einmal zumindest. Kommen, kommen, ankommen. Ich liebe es. Ich habe so viel Bock. Komm, 3 Hedges noch. Epic, sehr gut. Kommen und ein Rare. Und jetzt noch ein Rare und ein paar Commons. Und dann könnten wir, glaube ich, ein Kommen Godlike machen direkt. Komm, Rare nochmal. Sehr schön. Ankommens. Wir können ankommen. In Shiny machen und kommen, kommen, kommen. Sehr schön. Ich glaube, das ist fast das, was ich wollte. Wir haben hier ein Rare. Wir craften das zusammen. Wir haben hier ein 103.000er. Sehr, sehr stark. Ankommen können wir auch einmal craften. Hat auch 101.000. Und hier kommen, craften und nochmal craften und ein drittes Mal craften. Und jetzt haben wir hier 4 100.000er. Craften die nochmal zusammen und haben hier ein 120.000er Pet. Unsere besten Pets sind jetzt bei 120.000, 103, 101, 197.000. Das heißt, wir haben jetzt eine Speed von, eine Standard-Speed von 556.000, Leute. Und wenn ich dann noch dazu klicke, kommen wir auf knapp 580.000, wenn nicht sogar 590.000. Und schaut jetzt noch bei diesem Pet Simulator X-Video vorbei.